Buongiorno, 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 meine Schalke-Freunde, Tube-Freunde und Sportskram zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, bin ein bisschen so angepisst, so ein bisschen enttäuscht auch vom neuen Trainer. Warum, werde ich euch jetzt erklären. Erstmal, unsere Mannschaft hat zwei Freundschaftsspiele absolviert. Das erste Testspiel gegen PSV Eindhoven. Ja, aber das war, glaube ich, meine A-Jugend. Junge Spieler, junge Talente bei PSV, die gegen unsere gespielt haben. Und bei uns haben Spieler gespielt, die nicht so viel Einsatz immer hatten dabei. Wie Cisse, Baumgartel, Kozuki, Top. Seguin hat auch wieder gespielt. Nach seiner Krankheit ist auch wieder da gewesen. Ja, und Van der Slot hat auf der rechten Seite gespielt. Den wollte der Trainer ausprobieren. Den Spieler, den ich schon seit Wochen oder ein paar Monaten gesagt habe, den sollte man ausprobieren. Der Junge hat Talent. Der Junge finde ich gar nicht mal so schlecht. So, und er war ja angetan von diesem Spieler, hat der Karel gesagt. Aber glauben tue ich gar nichts mehr, weil in die Trainer erzählen immer viel, wenn der Tag lang ist, wie vorher bei Cisse, ein talentierter Spieler und kommt nicht zum Zug, obwohl andere Spieler grottenschlecht spielen, Wochen und dürfen immer spielen und talentierte Spieler bleiben immer auf der Bank sitzen oder gar nicht spielen. Die. Ja, gegen PSV 2-0 gewonnen, Keke top, mit Terode, mit seinem Ziehvater, haben vor dem Sturm gespielt, hat eine gute Performance gezeigt, auch wenn das in Anführungsstrichen Freundschaftsspiel war. Vorlage beim 1-0, dann hat man gesehen, Terode, wo der Tor gemacht hat, sich gefreut hat, klar, um sein Tor, aber sich auch mit Keke top gefreut hat, wie der ihn angeschaut hat, fand ich klasse, die beiden verstehen sich gut, wäre mal eine Alternative, die beiden im Sturm zu setzen und den Karaman hinter den spielen zu lassen. Und Keke top hat dann noch eine 91. hat 2-0 gemacht, Vorlage Kozuki. Da haben wir 2-0 das erste Testspiel gewonnen. Am nächsten Tag kam das nächste Testspiel. Da haben die gegen Patro Eisen, Mamail, Machalechen, Mocholechen, was weiß ich, wie die heißen. Zweitligist aus Belgien. Da gab es ein 0-0. Da hat wieder eine andere Formation gespielt. Da hat gespielt Langer, Lasme, Idrissi, Tauer, Brunner, Kaminski, Talabidi von der U23, Polter, Matriciani, Pöperl von U23, Becker von der U19, der hat auch gespielt im Testspiel. Da gab es ein 0-0, schwaches 0-0, aber okay, war der Freundschaftsspiel. Aber eins ist gut, ne, bei den beiden Testspielen, ey. Applaus, muss ich sagen. Die Null steht hinten. Kein Gegentreffer gekassiert. Ey, top. Nein, jetzt Spaß beiseite. Was ich mich aufrege, ist, die Spieler kriegen 3 Tage frei. 3 Tage frei. Und jetzt erklärt mir bitte, warum kriegen diese Spieler 3 Tage frei? Karel sagt, unser neuer Chefcoach, die sollen ein bisschen abschalten in der Pause wegen der Drucksituation. Sollen ein bisschen abschalten, nicht so viel Drucksituation kriegen, weil die Spiele kommen jetzt, die wichtigen Spiele. So habe ich das verstanden. Aber 3 Tage frei, für was? Für was, frage ich mich. Wir haben so viel zu bearbeiten als Mannschaft und als neuer Trainer musst du auch die Spieler noch besser kennenlernen und dann gibst du die 3 Tage frei. Sorry, Karel, ey. Wie gesagt, ich habe nichts gegen den Trainer, aber boah, bei dem Trainer kriege ich schon Haare rauf. Ich habe ja zum Glück keine Haare, aber sorry, geht nicht. Da sind viele Spieler, die Defizite haben, die müssen trainieren. Die ganze Mannschaft muss trainieren, nicht nur ein paar Spieler, die ganze Mannschaft muss trainieren. Aber die kriegen 3 Tage frei, weil die muss mit der Drucksituation ein bisschen klarkommen. Sorry, ich finde es falsch, dass diese Spieler frei kriegen, 3 Tage. Die sollen jeden Tag trainieren. Wie andere arbeiten gehen, 10-12 Stunden am Tag, kriegen die frei, weil die Drucksituation haben. Herr Karel, wissen Sie, was Drucksituation ist? Wenn ein Familienvater nicht mehr weiß, wie er Ende des Monats seine Familie ernähren muss.
kann. Das ist eine Drucksituation. Aber diese Spieler haben doch keine Drucksituation, weil die im Tabellenkeller stehen. Da wird mal fleißig gearbeitet, hart gearbeitet, auf dem Platz. Ihre Defizite trainieren, aber nicht 3 Tage frei. Ich sehe schon jetzt, komm, in Düsseldorf kriegen wir eine fette Packung. Nicht mehr 3-0, 5-0 kriegen wir, ehrlich. Das ist doch nicht normal, sorry. Was ist heute los aus den Trainern geworden? Ich will keinen Druck setzen auf den Karren, aber ey, nee, sorry. Ich habe ja gesagt, ich bleib nicht mehr lieb mit den Trainern, wenn mir was nicht gefällt. Und das, was der jetzt da macht, 3 Tage Pause geben, klasse, super. Was willst du machen? Was willst du machen? Okay. Hasan Udraogo kommt wieder zurück, Jungs. Leute, kommt's wieder zurück? Ja. Nein, Deutschland U17 ist nicht ausgeschieden. Er hat sich verletzt. Sprunggelenkverletzung. Mal schauen, wie lange er ausfallen wird. Und ich habe noch gesagt, wichtig ist, dass er wieder gesund zurückkommt. Und was wir immer für ein Pech haben, ist so, wir sind Schalke 04. Wir sind ja auch Drucksituationen gewöhnt. Ja, Sprunggelenkverletzung für Hasan. Das ist schade. Erstmal gute Besserung, Hasan. Ich hoffe, du fällst uns nicht länger aus. Aber das ist wieder, wo wir immer Pech haben mit solchen Sachen. Immer kriegen wir auf den Deckel. Aber okay. Ja. Schreibt mal ihr in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Nicht über das Spiel. Scheiß auf das Spiel. Schreibt mal in die Kommentare. Was sagt ihr, dass sie 3 Tage frei kriegen? Erzählt mal. Findet ihr das korrekt? Ich find's nicht gut. Die hätten trainieren müssen und nicht 3 Tage frei kriegen. Schreibt mal reichlich in die Kommentare. Okay. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Sonst komme ich rüber. Nee, sonst gebe ich euch auch noch frei. Werdet mit eurem Chef reden, dass ihr frei kriegt. Alles klar. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Arrivederci, Glück auf.